Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zum Harvey Simulator 2022 mit mir, dem Schnatter Chris. Schnatter Chris. So, ich habe hier mal Growlites gebaut. Ich habe leider 3 gebaut, wollte nur 2 bauen, habe aber 3 gebaut, weil lohnt sich dann auf jeden Fall mit 3. 3 sind besser als 2, deswegen habe ich mir gedacht, ich baue mal 3. Nein, Quatsch, ich habe gefailt, aber ist egal. Oh, wir kriegen die Lampen hier nicht angebaut. Oh, nö, da muss ich doch wieder nach unten. Ist ja nicht hier gut, wenn der Mann macht immer so komische Sachen. Ich glaube, wir müssen erstmal hier die Lampen hier rüberziehen. Und dann können wir hier wegruppen. Ah, können wir nicht, weil hier hängen noch die Filterlinge dran. Aber nach hier den Strang können wir wegreißen. Dann müssen wir hier nur eine Verbindung machen nach hier. Ja, ne, das geht ja. Genau. Machen hier eine Verbindung nach da. Dann können wir das Stück hier wegreißen. Und dann können wir das Stück hier auch zurückbauen. Genau, so machen wir es. Okay. Dann, bevor uns jetzt hier alles ausgeht, machen wir das mal so. Und gucken wir mal, können wir jetzt hier... Weil die müssen wir ja dran lassen, die Jungs hier. Ich glaube, die hängen alle an einem Strang, deswegen können wir die jetzt hier einfach dran koppeln. Ja, passiert nichts, das ist gut. So, dann können wir die hier, diese Growlite brauchen wir nicht mehr, ne? Genau, die können wir hier abkoppeln. Genau. Oh, hier ist eine grüne Strippe gemacht. Was habe ich denn da gemacht? Sehr lustig. Ist auf einmal so ruhig hier in der Basis. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ne, Growlites laufen noch. Filter laufen auch noch. Ach, die Windmühlen machen nichts. Die Windmühlen machen nichts, deswegen ist es so leise. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt haben wir wieder ein paar Kabel fertig. Das heißt, jetzt machen wir erstmal die Growlights weg hier. Ne? Genau, das ist ein Einbrechersimulator hier. Ah, guck mal an, wie viel Geld denn gar kein Kabelbaum braucht. Wir haben so viel Kabel über. Unglaublich, Mr. Snoot. Es ist unglaublich. Nehmen Sie diese Zange und Sie können Kabel zurückbauen. Oh nein. Ja, heute im Sonderangebot für nur 93,22 € aus China und aus Plastik. Aber so war das in den 90ern, das Fernsehprogramm. Das war so. So. Können wir das hier hinbauen? Ja. Aber wieso kann ich denn das? Wieso muss ich das immer so hinbauen? Das ist doch blöd. Ich denke, das sollte für alle reichen. So. So, Mr. Snoot. Jetzt versuche ich mal hier die Lampen zurückzubauen. Von hier müsste ich sie ja kriegen. Ja. So, haben die Licht? Ach ja, es leuchtet ja. Die Sonne ist ja da. Die Sonne. Dementsprechend. Komm, ich leg mal den jetzt hier rüber und den mal hier hin. Oh, das geht nicht, because of Rohr. Aber das ist not the problem. Jetzt habe ich hier irgendwo ein Kabel nach unten gelegt. Ich glaube, das geht hier runter, wenn ich mich nicht irre. Ich muss mal kurz gucken, ob dem so ist. Ich meine, ich hätte hier... Ja, habe ich. This is for the Harveys. So, Hammer. Jo, hier koppeln wir uns dann an für die Komposter, aber hier müssen wir dann auch mit dem Kabel noch raus zum anderen Trafo. Ja, ich vergaß, das müssen wir noch machen. Hier durch die Scheibe müssten wir eigentlich rauskommen. Ja, die Frage ist, können wir denn 4 Komposter betreiben? Aber wollen wir eigentlich gar nicht. Ich will mal keine 4 Komposter betreiben. Was ist denn jetzt? Not Processing. Warum? Warum? Oh, der ist not processing, weil... Oh, er kann noch was grinden. Nee, kann er nicht. Das ist falsch. Das kannst du nicht. Kannst du nicht, weil ist nicht grindable. Fällt nämlich immer da rein. Siehst du? Bop, bop. Kann er nicht grinden. So. Ich will nicht wissen, wie es hier drin riecht, ey. Alter, der Daga-Dschungel. Ich sag's euch, Junge. Kannst dich echt verstecken. Hallo? Hallo? Wo sind sie? Bop, 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 bop. Ja. Wir brauchen ja auch ein paar hier. Das ist der Heimschrank da hinten, den sieht keiner.
So, der Not Processing, das heißt, du kannst mal ausgehen und du hast noch 66 Sachen zu prozessieren. Ich verstehe nicht, warum der ausgeht. Wahrscheinlich nach 50 oder so, nach 50 Runden. So, jetzt brauchen wir noch einen Transformator, den hatte ich vergessen zu bauen. Das ist mir nämlich vorhin schon aufgefallen. Bauen wir jetzt noch einen Trafo. Und guck mal, dieser Trick mit dem Filter an- und ausmachen. Ich habe noch keine Filter verbraucht. 5% hat der noch. Geil. Transformator. Ein Sturm. Nein, nein, liebe Kugel, nein. Oh, Ferti ist weg. Oh, Ferti ist weg. Arme Ferti. Naja, ist er weg. Muss ich mir einen neuen Freund suchen. So, wir brauchen jetzt Heavy Cable und einen Transformator. Da ich ja so viel gefarmt habe, können wir das eigentlich easy peasy bauen hier, glaube ich. Transformator. Brauchen wir einen Large? Nein, brauchen wir nicht. Nein. Nein. In der Mitte drücken. Mann, ey. So, Transformator haben wir. Und jetzt brauchen wir noch Heavy Cable. Ich glaube, die müsste ich noch haben. Ich hatte hier. Hier sind noch welche. 25. Alter. 29. Ne, das reicht auf jeden Fall. So, dann haben wir einen Transformator. Dann brauchen wir noch die Spitzhacke hier. Den Kuhfuß. Bei uns ist ja Kuhfuß. Also, das Thema hatten wir schon mal, ne? Mit Kuhfuß und so. Habe ich jetzt gedrückt? Ja, ich habe gedrückt. Bei uns ist ja Kuhfuß. So. Ja, jetzt hör doch mal auf hier, Sturm. Jetzt ist gut. Hör auf jetzt. Ist gut. Kumpel. Naja, Oxygen ist klar. Ey, was? Wieso fliege ich denn jetzt hier rum? Was soll das denn? So. Hammer. So, es stürmt, es schneit auf der Venus. Nein, tut es nicht, obwohl es schneit Erde. Ja, so. Ich gehe mal wieder rein hier, das ist mir zu laut draußen. Ach, warum habe ich das gemacht? Nein, das war verkehrt. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte gar nicht reingehen. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Theoretisch könnten wir. Ach, warte mal. Doch, wir müssen ja was rauswerfen. Wir müssen ja alles, was der erntet. Ja. Also wir müssen die Harveys im Eingang vollpacken mit einem 10er-Stack. Oh. Mal gut, dass das Spiel so langsam war, sonst hätte er jetzt beide Türen aufgemacht. Ich überlege gerade, wie wir es bauen, ne? Weil wir. Jetzt wird es hier dunkel wie ein Bären auch schon wieder. Also, wir müssen ja Output haben. Das heißt, wir müssen ja Material rauswerfen aus den Harveys. Das heißt, hinten fällt es raus, wird zacki, 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 alles gesammelt, geht alles hier in so einen Komposter rein. Peng, peng. So. Und die Bälle, die gehen raus und gehen raus ins hier, Ping-Pong-Gerät hier. Ne? So. Und da können wir den Dispenser machen, das geht hier drin und hier zwischen kommt es raus, drückst du einen Knopf, kommt da so ein Ball raus. Kommt da so ein Ball raus. Das können wir machen. Dann können wir hier big, 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 big die Bälle drin machen und dann ist der Chicky. Was ist denn jetzt hier? Ist hier einer verloren gegangen oder habe ich einen vergessen? Wollte ich meinen, mein Freund. Da müssen auch Bälle rein. Fupp. So, die machen ja immer die Bälle, aber die könnten die auch hier reinschmeißen, aber ich will die hier drin nicht mehr sehen. Die müssen raus. Da müssen sie rein. Das wird der Fertilizer-Schrank.
Und jetzt ist die Frage, wie wir das sortieren. Also, wir werden natürlich initial in jeden Harvey jetzt erstmal ein paar Duggies reinstopfen. Ein 10er-Stack. Können wir uns hier ernten. Babababababab, sind die alle voll. So. Und dann fangen wir an zu bauen. Ja, das heißt, wir bauen die Chutes. Und zwar die Eingangsschutes mit den Ausgangsschutes verbinden. Also der Ausgang, wenn der jetzt hier fertig ist mit Grown, spuckt er ja ein Duggy aus. Und der Duggy läuft wieder rum zum Eingang. Also hier komplett einmal rum, immer im Kreis. Und da wir aber ja irgendwann ist das ja hier voll. Das heißt, wir müssen mit dem Sorter, sage ich mal, jeden zweiten Duggy rausschmeißen. Und stopfen den in den Ofen hier rein. Bupp, fertig. Also jeden zweiten. Die Frage ist, wie programmieren wir das mit jedem zweiten? Naja, ich werde mir da nochmal ein paar Gedanken machen müssen, glaube ich. Als allererstes müssen wir jetzt erstmal den Strom abwarten. Und theoretisch könnten wir ja danach Strom. Ich meine, wir brauchen den Strom nicht abwarten. Wir können die Stromkabel auch so legen für die Lampen hier. Aber die sind grün und die nicht. Das sind die neuen, das sind die alten, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Habe ich die mal angemalt? Nein. Warum sind die weiß und die sind grün? Verstehe ich nicht. Muss ich auch nicht verstehen. So. Meine Kumpels, die Erdbälle. Also wie sorgen wir jetzt dafür, dass die Duggies selbstständig dass die Harveys selbstständig die Duggies planten, aber auch genug abwerfen? Das würde ja bedeuten, ah, da müssen wir irgendeine Logik haben. Was hat denn der Sorter für eine Logik hier? Export, Import, Data Disk, okay. Was hat er? Occupied, Occupied, Hash, Max Quantity, Quantity. Okay, das heißt, Quantity können wir lesen. Wahrscheinlich. Splitter, Modus 0. Ha, da haben wir es schon. Wir setzen den Modus, wir den Modus vom Dings auf 0 und damit splittet der. Oh, ist das einfach. Dann splittet einfach ein Sortierer immer jedes zweite Ding, splittet der raus. Ich meine, ich weiß nicht, ob das reicht, dass ein Splitter, dass immer jeder zweite rausgesplittet wird. Aber theoretisch reicht das. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Wir bestücken jetzt alle mit Dagas. Da, 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 da. So, jetzt haben wir hier Dagas drin. Jetzt bauen wir die Chutes einmal im Kreis. Und am Ausgang hier, also quasi, ja, hier kommt der Ausgang. Geht hier wieder rein. Da rein, da rein, da rein, da rein, da rein, da rein, bis hierhin. Fertig, Ende. Und die Ausgänge gehen da, 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 hier wieder auf die Eingänge. Und hier zwischen sitzt ein Sorter, der das Ganze, na, halt sortiert. Deswegen heißt der ja Sorter. Aber dafür haben wir da jetzt ein Problem. Wir haben da ein blödes Kabel liegen. Das geht nämlich nicht. Hier haben wir auch irgendwas. Ja, für die Chutes, ne? Also könnten wir jetzt hier eigentlich Chutes hinbauen? Das ist jetzt erstmal kurz die Frage. Ja, das würde gehen. Das ist eine Junction. Die würde tatsächlich gehen, wenn sie denn richtig rum sein würde. Oh, Alter. So. Ach nee, das ist ja Eingang. Dann müsste die eigentlich anders sein. Und zwar, ja, so. So. So ist richtig. Die Frage ist, ob der Dagi dann das auch, also ob der das dann auch rausnimmt. Aber eigentlich ist ja so ein Dings ist ja verkehrt. Der müsste ja dann eigentlich, wartet mal. Nee, nee, nee. So müsste der eigentlich sein. Nee, so ist auch blöd. Erzähle ich euch Quark. So rum. Gibt's die nicht? Outlet, Inlet, Window, Straight Corner. Junction? Junction. Die ist genau verkehrt. Wir brauchen eine, die andersrum funktioniert. Aber gut, wir können das ja auch anders machen.
Wir können das ja auch weiter nach oben bauen, dass wir sagen, wir nehmen jetzt mal eine Corner und schieben die jetzt nach oben und fangen dann oben an, das Ganze mit so einer Junction zu machen. Ich will jetzt nicht an jeden Harvey da einen Sortierer dran machen. Die können alle an einen Strang hängen. Aber mit diesem Teil hier, die holen sich das ja nicht raus. Ne? Das ist ja einer. Oxygen low. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber ihr habt die Pfeile gesehen. Ja, da geht es ja rein. Aber theoretisch könnten wir das auch so machen. Die Frage, ob die dann da rausfallen an der Seite. Wenn ich jetzt von oben was zuführe, fällt es dann raus. Oder nicht? Also da rechts an dem Pfeil, ne? Da fällt da irgendwas raus. Weil es ja nicht angeschlossen. Aber da dürften eigentlich nur Sachen reingehen und nicht raus. Deswegen. Wir werden sehen. Der Sturm ist vorbei. Das heißt, wir können schon mal rausgehen, Kabel verlegen. Und Schutz. Und den Sorter. Der Sorter muss ja eigentlich nur jeden zweiten rausschmeißen. Und den Rest schickt er wieder rein. So, jetzt machen wir erstmal die. Wenn wir jetzt die Lampen hier versorgen wollen, das geht gar nicht. Welche Seite ist denn die Power-Seite hier? Die linke Seite ist die Power-Seite, das geht nicht. Können wir so nicht machen. Das ist blöd. Weil wenn wir jetzt hier eine Shoot hinbauen wollen, ich meine, gut, wir können das versuchen mit so einem Winkel. Wir können ja mal gucken, aber das wird nicht gehen. Wenn ich das jetzt hier dran baue, dann kann ich hier drunter wahrscheinlich kein Kabel mehr langlegen. Doch! Was ist das geil? Das geht noch. Oha, ich habe nichts gesagt. Das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich, Mr. Snoot. Tja. Das ist echt unglaublich. So, Mr. Snoot, das ist auch okay. Aber unsere Lampen brauchen natürlich jetzt noch eine Verbindung und zwar möglicherweise von hier. Dazu brauche ich aber wieder das Zängelchen. Und das geht nicht, weil dies kein Werkzeug ist. So. So, haben wir. Sehr schön. So, das heißt, wir müssen die Chutis nach oben bauen und dann muss ich mir etwas überlegen. Also, das ist ja der Eingang. Das bedeutet, das ist nicht so einfach. Wenn wir jetzt hier eine Junction nehmen, dann müssen wir mal so machen, weil Junction braucht immer mehr. Da sehen wir ja schon, das geht gar nicht so, wie wir uns das denken. Weil wir wollen ja nicht raus, sondern wir wollen ja rein in die Junction. Genau so. So. Ach du Scheiße. Aber das ist halt dann auch die Frage, ne? So, ob da was rausgefallen kommt. Hä, bin ich jetzt blöd? Es muss doch irgendwie. So, habe ich gedacht. Aber jetzt kommen wir ja nicht an den nächsten. Wisst ihr, wie ich meine? Das funktioniert ja so nicht. Oxygen low. So dachte ich. Aber das funktioniert so nicht. Das ist ja blöd.
Ich meine, ja, ich kann die alle miteinander verbinden, aber mit so einer Junction hier bringt das ja nichts. Weil da ist der Pfeil, zeigt nach innen. Nicht wahr? Ach, ist doch schon wieder blöd. So ginge das. Aber dann wären die oben offen. Uiuiui, die verbrauchen aber ordentlich. So, wisst ihr, wie ich meine? So. Und jetzt. Warte mal, habe ich jetzt eine Junction genommen? Ja. Genau, und jetzt müssen wir hier. Ach, da haben wir doch dasselbe Problem jetzt. Da haben wir doch dasselbe Problem. Oh, das funktioniert nicht. Doch, so rum. So rum funktioniert's. Genau, so. So. So, jetzt kann hier was rein. Und die kann ich. Ich habe gerade schon wieder ein Blackout, ey. Das ist so geil. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung. Wir werden das einfach wieder zurückbauen und ich werde mir was überlegen. Schutz für rein, ne? Okay, daran soll es jetzt nicht scheitern. Wir bauen erstmal den Ausgang. Das kann ich, das kann ich, das kann ich. Den Ausgang kann ich bauen. So, wir brauchen eine Corner. Und dann brauchen wir. Ach, das geht nicht. Na klar, kann ich keinen Schutt da lang legen, wo ein Rohr ist. Sag mal, willst du mich jetzt rollen hier oder was? Ja, es geht nicht, das Rohr muss weg. Es geht nicht. Oxygen low. Man könnte das theoretisch. Ach, ist das ein Scheiß, ich sag's euch. Okay, dann fangen wir, machen wir hier weiter. Da gerade richtig geguckt? War der Pfeil gerade nach draußen? Ja. Pfeil war nach draußen, so wie es sein soll, ja. Gerade überlegt, hä?
So, ich habe eine Ausrede. Wir können eh nicht weitermachen, weil ich habe keine Schutz mehr. Aber wir können das Rohr hier mal umverlegen. Das können wir nicht umverlegen, weil wir keine Rohre haben. Wir müssen ja einen etwas größeren Bogen machen. Ich weiß zwar nicht, warum ich das damals so verlegt habe, aber ja, es wird schon seine Gründe gehabt haben. Obwohl, doch, wir können das machen. Nein. So, hier oben hatten wir doch noch irgendwo Rohre über, genau, die können wir uns nämlich jetzt mal klauen hier. Da hatte ich mich ja letztens noch gewundert, warum hier so viel, warum hier keine Temperaturerhöhung zu sehen war. Hatte ich natürlich abgekoppelt hier den Strang, ja. So. Okay, haben wir das wieder verbunden. Damit können wir jetzt unser Shoot-Problem hier auch lösen. Da können wir einfach eine Corner nehmen. Und eine Straight. Und dann können wir hier wieder einen Kasten anbauen und noch eine Straight und noch eine Straight. Und dann haben wir es doch. Dann haben wir zumindest schon mal den Ausgang. Fupp, fällt die raus. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen das ja ankoppeln. Okay, dann brauchen wir noch Schutz. Ja, na gut, dann würde ich sagen, war wieder sehr ereignisreich und sehr interessant hier. Ist immer lustig, wie denn in den Kommentaren steht. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Nach fast 800 Stunden. Doch, habe ich. Aber ich baue halt, wie ich baue. Ne? Ist halt so, es ist immer verpeilt, weil ich ja schon viel weiter bin, als ihr im Gucken seid. Ich bin ja schon in der Folge im Kopf schon viel weiter, was ich so machen will. Und deswegen ist das möglicherweise ein bisschen chaotisch. Oh, die Sorte hatte ich jetzt alle gebaut, genau. Jetzt brauchen wir noch Schutz, da hatte ich extra noch Eisen hier geformt. So, jetzt ist dann die Frage, wie wir das auf der anderen Seite machen mit dem Input. Jetzt kann mir noch keiner erzählen, dass man den Harvey nicht, dass man dem nichts reinpacken kann. So, wisst ihr, wie ich meine? Aber muss da ein Pfeil dran sein? Das ist ja halt auch die nächste Frage. Wenn das da vorbeikommt, dann wird er sich das schon nehmen. Aus der Shoot, oder? Das habe ich noch nie ausprobiert. Das habe ich noch nie ausprobiert, ob das geht. Aber das werden wir sehen. Wir werden ein Fenster zwischenbauen, dann sehen wir ja, ob da Pflanzen vorbeifahren kommen. Das werden wir denn sehen. Dann machen wir noch ein Inlet. Da schmeißen wir dann mal einen Dagger rein und dann gucken wir mal, was die Harveys machen. Die Lampen müssen wir noch verkabeln. Aber das machen wir dann noch. Naja, Beauty. Ihr könnt schon mal abschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ne? Bis dahin. Tschüss.